Die Sportart Triathlon erlebt in den letzten Jahren einen wahren Boom. Kein Wunder, liefern die einzelnen Events doch immer wieder aufs Neue faszinierende Bilder. Der 51.5 Raiffeisen-Mondseeland-Triathlon ist ein Paradebeispiel dafür. Gilt er doch als eines der schönsten Rennen dieser Art weit um. Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer laufen. Das ist alle Jahre die Challenge beim internationalen 51.5 Raiffeisen Mondseeland Triathlon. Knapp 600 Starter gingen am 21. August bei der bereits 11. Auflage dieses Rennens an den Start, um bei Temperaturen um die 30 Grad die Besten zu ermitteln. Los ging's um 8 Uhr in der Früh mit dem ersten Startblock mit allen Favoriten. Schon nach wenigen Metern setzte sich eine Fünfergruppe ab, mit dabei Top-Athleten wie der Inviertler Franz Höfer, aber auch die Titelverteidigerin bei den Frauen Renate Forstner. Ihre Konkurrentinnen hatten im Wasser nichts gegen sie zu bestellen und bereits beim zwischenzeitlichen Landgang hatten Monika Stadelmann und Co. einen gehörigen Rückstand. Bis in die Wechselzone sollte der Abstand auf über 3 Minuten anwachsen. Bei den Männern hingegen blieben die Top 4 dicht beisammen und so stiegen Höfer, der Brite Woodward, der Deutsche Wagner und der Ungar Molnar praktisch zeitgleich aus dem Wasser. In der Wechselzone hatte Wagner dann einige Probleme und verlor wertvolle Sekunden auf die 3 Mitkonkurrenten. Auf der 40 Kilometer Radstrecke rund um den Mondsee kämpfte sich der Deutsche aber wieder heran und gemeinsam mit Franz Höfer setzte er sich sukzessive vom restlichen Feld ab. Nur durch wenige Meter getrennt erreichten beide die Wechselzone, wo Höfer dann der deutlich schnellere war und einen kleinen Vorsprung auf die 10 Kilometer Laufstrecke mitnehmen konnte. Mit der besten Laufzeit ließ er nichts mehr anbrennen und erreichte nach 1 Stunde 48 Minuten und 43 Sekunden mit etwas über einer halben Minute Vorsprung als erster das Ziel. Mit dem laut eigener Aussage doch eher überraschenden Erfolg war der Sieger natürlich zufrieden. Ja, sehr. Also immer wenn man Rennen gewinnt, geht es einem gut. Ich habe gestern noch sehr hart trainiert, habe noch einige Laufintervalle gemacht. Habe mich dann kurzfristig dazu entschlossen, nachdem heute so ein lässiger Tag ist, dass ich am Sonntag ein bisschen was tue. Und ja, hat super funktioniert. Die Entscheidung zugunsten Höfers fiel letztlich in der Wechselzone, wo der Zweitplatzierte beide Male Probleme hatte. Auf der Laufstrecke war dann nichts mehr zu holen. Ich bin eigentlich ein guter Bergabläufer, habe versucht, berghoch den Rückstand ungefähr gleich zu halten und bergrunter dann zu attackieren, aber er war genauso schnell oder sogar ein bisschen schneller immer und der Abstand hat sich immer ein bisschen vergrößert. Ich habe es immer wieder versucht zu attackieren, aber es ist immer größer geworden. Während das Rennen der Männer bis zum Ende spannend blieb, war bei den Frauen bereits auf der Schwimmstrecke die Vorentscheidung gefallen. Renate Forstner büßte am Rad zwar 2 Minuten auf Monika Stadelmann ein, machte auf der Laufstrecke aber alles klar. Die Siegerzeit 2 Stunden, 4 Minuten und 30 Sekunden. Beim Radfahren habe ich gewusst, ich muss Druck machen, weil hinten sind die starken Radfahrerinnen. Und wenn die untereinander sind, dann zieht sich sie ja. Und beim Laufen habe ich gewusst, und jetzt Vollgas durch. Und von der Stimmung her reißt sich einfach mit. Zufrieden mit ihrem Rennen war auch die zweitplatzierte Oberalmerin Monika Stadelmann. Dass ich gegen die Renate in nicht einem Top-Zustand keine Chance habe, das war mir vorher schon klar. Renate ist eine sehr starke Läuferin. Ich glaube, vom Rad runter war ich sehr knapp dran an ihr. Aber beim Laufen habe ich da einfach keine Chance und von dem her habe ich gerettet, was zu retten geht. Und ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe und somit sehr gut. Der Mondseeland-Triathlon forderte auch heuer wieder absolute Höchstleistungen. Von den Profis, aber besonders natürlich von den hunderten Hobby-Triathleten. Egal ob als Einzelstarter oder in einem Team. Im Ziel war die Freude bei den Hobbysportlern natürlich riesengroß. Zu Recht war doch jeder einzelne von ihnen ein Sieger gegen den inneren Schweinehund und die enorme Hitze.
Sieger waren aber auch die Organisatoren des Rennens, die wieder einen Triathlon der Extraklasse auf die Beine gestellt haben. Also insgesamt waren es dann nicht nur Weltklasse-Feld von 20 Sportlern, die Profis sind, sondern 600 Starter, mehr geht im Unsinn immer. Und ich denke, bei dem Bilderbuchwetter, bei solchen Weltklasse-Zeiten ist richtig Gänsehausfühlung, wir freuen uns und war und ist noch immer ein wunderschöner Tag. Ein wunderschöner Tag, dessen Erlöse zum einen karikativen Zwecken, vor allem aber wieder der Jugendarbeit örtlicher Vereine zugutekommen werden. Sportler fördern Sportler, so kann man das nennen, so sollte es sein.